Familie Brandt, Sie sind ein Außenposten TSV Rudow hier heute beim Radrennen. Das Radrennen, das ist, geht ja schon über mehrere Runden, also ist eine Menge geleistet worden. Sechs Runden. Sechs Runden auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich musste vorhin schmunzeln, Pinkelpause. Pinkelpause heißt ja natürlich, dass die Leute sich ein bisschen ausruhen können oder eine Sekunde Luft schnappen können. Ja, das ist das Problem. Also, wie ist die Möglichkeit, mal zu Ihnen zu kommen? Ja, also wie gesagt, von den Radfahrern, die haben das so eilig, die können hier einfach nicht eine Pinkelpause machen. Ja. Weil es auch kurz vorm Ziel ist. Das ist natürlich auch richtig. Aber auf der anderen Seite ist es eine ganz, ganz hübsche Angelegenheit. Das ist eine wirklich schöne Sache, denn Sie haben da einige Sachen auf die Beine gebracht. Sie haben eine richtige Schar um sich gezogen und diese jungen Leute oder auch älteren Leute sind mit vollem Eifer dabei. Es wird geknarrt, es wird gegrölt, darauf hingewiesen. Also die Leute werden angepeitscht. Ist das richtig? Ja, das ist wirklich so. Wir haben nun aber jetzt hier auch so, ja, so ein Schild aufgestellt, Jochen, mit, was steht drauf? Ja, wir sind hier, wie gesagt, alle, die hier sind, sind vom TSV Rudow Handball. Und wir haben das vor ein paar Jahren mal angefangen mit ein paar Leuten. Und das hat sich jetzt natürlich ziemlich ausgeweitet in der 50, 60 Leute, die jedes Jahr zum Radrennen kommen und hier zujubeln. Und weil wir diesen Sport eben, sind noch richtige Amateure, die wahrscheinlich mit Doping noch nicht viel zu tun haben. Und das finden wir gut und verbinden das gleich mit ein bisschen Geselligkeit, wie wir eben hier im TSV Rudow gewohnt sind. Ja, und Darf ich da. noch eine Sache dazu sagen? Wir haben vorne auch ein Schild drauf, wie ist die Dopingprobe? Wir haben hier eine Dopingprobe. Wer da möchte, der kann da reinkommen und kann da auch ein bisschen was spenden. Aber gerade bei den jungen Leuten, die zum Radsport wollen, ist die Frage nach Doping oder die Dopingfrage überhaupt nicht akzeptabel, weil diese jungen Leute erstmal was bringen wollen. Und von daher, dass die Radrennleute weisen ja darauf hin, dass man das eine mit dem anderen doch trennen soll. Das sind Amateure, die Amateure wollen erst Profis werden und sind auf dem Weg dahin und von daher kann ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Aber eine andere Frage, TSV Rudow, Handball. Sie sind dem Handball verschrieben, schon wie lange? Seit 1947. Peinlich. Peinlich ein bisschen. Aber seit 1947 sind wir beide hier in unseren Verein eingetreten, haben lange, lange Jahre gespielt und jetzt machen wir Turnen. Wir bewegen uns jede Woche ungefähr viermal. Das heißt, es ist eine Frage der Gesundheit. Denn die Gesundheit soll in irgendeiner Form erhalten bleiben. Und Sie sehen ja noch recht jugendlich aus, darf ich mal sagen. 73. Das hätte ich Ihnen nicht abgenommen. Aber das Alter ist ja nun keine Frage, sondern man trägt es. Ja? Und, aber 73 kann man eigentlich nur werden, wenn man sich sportlich betätigt. Ist das richtig? Ja, das muss ich eigentlich sagen. Ich gehe Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag turnen und ich finde, das macht was aus. Dann haben wir auch viele Läufe hier von einer Versicherung, KKH, machen wir mit, überall machen wir mit. Und es ist ja nicht nur der Sport als solcher, Entschuldigung, der Sport als solcher, sondern auch die Tatsache, dass man miteinander hier zusammenkommt, sich unterhalten kann und auch ein wenig klönen kann. Ist das richtig? Ja, ich muss schon sagen, wenn ich immer sehe im Fernsehen überall nur Krieg und sich umbringen, alles, das haben wir hier nicht nötig. Wir sind lustig und wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Also man sollte sich mal ein Beispiel an uns nehmen. Sport verbindet und das ist eigentlich der Grund. Ich wollte Sie noch mal fragen, wollen Sie dazu was sagen? Naja, natürlich, Sport verbindet als erstes. Wir sind von jung an dabei, seit 1947, sagt ja alles schon eigentlich aus. Und wichtig ist, dass beim Sport jung und alt zusammen sind. Nicht nur alte Leute, es müssen auch junge Leute dabei sein. Und so kommt man gar nicht auf die Idee, dass man alt wird. Ne? Und man muss sich Mühe geben, mit jungen Leuten ein bisschen mitzuhalten und das spornt an. Und so haben wir es immer gehalten. Und wir hoffen, das noch viele Jahre so mitmachen zu können. Auch die jungen Leute lernen dadurch, durch uns Älteren da, dass sie wirklich, dass es eine Gemeinschaft ist. Also die gegenseitige Akzeptanz. Ja, das muss ich sagen. Das ist hier bei uns ganz toll. Also Sport verbindet, sagte ich eben, Radsport, Handballsport, TSV Rudow.
Und jetzt vor Rudo ist ja an für sich eine große Gemeinschaft, eine Glocke, die die Sportler zusammenhält und die auch die verschiedensten Sportarten beinhaltet. Ich denke nur an den Fußballplatz vorn, der ja auch sehr besucht ist und der auch sehr gerne genutzt wird. Nicht nur von TSV Rudo, sondern auch von den Partnern, die eben mit TSV Rudo spielen wollen. Ist das richtig? Ja, das ist, muss ich sagen. Und auch wir Turner, wir gehen auch gerne auf den Sportplatz hier, zum Beispiel im Sommerprogramm. Und wir verstehen uns untereinander. Schlimm ist ja bloß, unsere Halle wird jetzt abgerissen. Oh, das ist natürlich Pech. Wo ist die Halle? Schliemann Grundschule in der Großsiedner Chaussee. Wie kommt das? Ja, die ist begangen worden hier, dass das Dach nicht ganz in Ordnung ist. Und da hat man gleich gesagt, auch die anderen, der Fußboden und die Fenster sind nicht ganz in Ordnung. Und darum soll das alles neu gemacht werden. Aber wahrscheinlich erst im Mai wird wieder eröffnet. Du kannst dich ja vorstellen, 11 Abteilungen, die da drin sind, stehen nun da ein bisschen rum. Also das heißt, dass eine weitere Belastung der Halle nicht mehr möglich ist und dass die Halle unbedingt erneuert werden muss, beziehungsweise umgebaut werden muss oder in Gänze neu gemacht werden muss. Das Problem der Kosten, ist das in irgendeiner Form geklärt? Nein, das brauchen wir nicht. Also das macht das Bezirksamt und wir sind darüber sehr glücklich. Und die werden auch eine Lösung finden, dass wir irgendwo in anderen Hallen unterkommen. Das ist natürlich jetzt eine Gratwanderung, da rennt man von der einen Ecke zur anderen und versucht die Vereine dann, die Vereinsteile, so muss ich sagen, die Vereinsteile dann entsprechend unterzubringen. Ja, das muss ich auch sagen. Aber hier unser Verein, der hat einen guten Draht nach oben und wir werden schon irgendwo unterkommen. Auch speziell natürlich für die Kinder. Das ist sehr wichtig, dass die auch weiterhin immer unseren Sportbetrieb weitermachen können. Sie geben mir zum Schluss ein Stichwort, nämlich die Kinder. Es ist die Bandbreite, die Bandbreite, ja, der Nutzer im TSV Rudo ist ja riesig groß. Es geht von den ganz Kleinen bis hin ins hohe Alter. Sie haben ihr Alter genannt. Ich will nicht sagen, dass es ein hohes Alter ist, aber ein erhabenes Alter. Manchmal würde sich freuen, das Alter zu erreichen. Nee, wir fangen an hier in unserer Abteilung, das ist die Turnen 3. Wir fangen an mit 4 Jahren. Von 4 Jahren fangen die Kinder an und so steigert sich das immer höher. Und wie gesagt, wir sind nur eben die Alten, aber wir machen alles zusammen. Ja? Also Sie sind ein Bindeglied zwischen Jung und Alt und das macht Sie so wichtig. Das finde ich auch, das muss sein. Also ich finde gerade, wenn nur bloß Alte zusammen sind, dann sagen die Jungen auch immer, na Mensch, die Alten oder die Jungen oder so. Es muss zusammengehören. Also da kann ich Ihnen für die nächsten Jahre recht viel Freude wünschen und recht viel Glück und bleiben Sie uns recht lange zu erhalten. Also wir wollen weiterhin unser Bestes tun, doch, Kinder? Vielleicht noch eine Sache. Der TSV Rudo hat ja, ist ja vielleicht schon bekannt, seit einigen Jahren ein Vereinshaus auf dem Sportplatz Stumowstraße. Eins der wenigen Vereine in Berlin, die ohne Schulden in Eigenleistung sich ein Vereinsheim gebaut haben. Da hat niemand bei geholfen, das haben wir ganz alleine gemacht. Vorreiter dabei war die Fußballabteilung, muss man dazu sagen, unser Sportfreund Horst Selmer. Und da sind wir sehr stolz drauf. Ja, und da würde ich mal ganz ehrlich sagen, hier als Mitglied des Rudower Heimatvereins, jeder durfte einen Stein kaufen und hat auch noch ein wenig gesponsert. Und das zeichnet eigentlich auch Rudow ein wenig aus, ja, dass man sich gegenseitig hilft. Und gerade der Sport, ich sagte es eingangs, Sport verbindet. Und Sport ist eben das, was alle Menschen zusammenbringt. Darf mich bei Ihnen recht, recht herzlich bedanken. Eine Sache sagen, ich finde immer, in aller Welt ist nur Krieg und Totschießen und alles. Mensch, die sollten alle mal Vereine aufmachen. Ich finde, das geht doch auch so. Sie haben da völlig recht, aber es gibt da vielleicht noch einen weiteren Faktor, der für mich eigentlich entscheidend ist. Man soll zu sich finden und den Nachbarn, den Mitmenschen achten. Und dann kommt das nämlich, was Sie hier in der Freundschaft des Vereines erleben. Darf mich recht herzlich bedanken.